Hallo allerseits. Seit Beginn der Corona-Krise machen wir als Linke Druck, dass es eine ordentliche soziale Abfederung gibt, die wirklich alle Gruppen einschließt, die jetzt existenziell betroffen sind. Eins hat uns die Corona-Krise auch deutlich vor Augen geführt: Es braucht jetzt europäische Solidarität, weswegen wirklich Corona-Bonds das Gebot der Stunde sind. Die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel hat anfangs eher auf Egoismus gesetzt. Deutscher Egoismus gefährdet aber den Zusammenhalt in Europa. Zur europäischer Solidarität gehört auch, über die Situation der Geflüchteten zu sprechen und ihnen konkret zu helfen. Wenn das Virus in den Flüchtlingslagern ausbricht, werden die schnell zu Friedhöfen. Und deswegen gilt für die Linke: Leave no one behind. Wir machen uns für die Aufnahme von Geflüchteten stark. Und das auf allen Ebenen, auch dort, wo wir auf Landesebene in Regierungsverantwortung sind. Corona-Krise, das ist auch eine Zeit, wo unsere Art zu wirtschaften auf den Prüfstand gehört. Jetzt wird viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen. Und wir als Linke sagen ganz klar, wir müssen diese Situation jetzt nutzen für ein sozial-ökologisches Umsteuern. Denn um die bisherige Art zu produzieren, hat es eher gefährdeter gemacht gegenüber Krisen, hat Krisen befördert. Und für uns als Linke gilt: Menschen und Natur vor Profite.